Geschichte ran. Okay. Also so gehe ich jedenfalls an die Geschichte ran. Oder halt ein Fischer. Wenn du Fischer hast. Ja, Fischer habe ja. Ich schon gebaut, aber irgendwie arbeiten da drin keine. Ja, Moment. Du musst gucken, ob dieser Fischer an einem stehenden Gewässer ist oder an einem Flussgewässer. Ratschneid. Also das ist ein bisschen schwer. Ja, es ist halt... Du guck doch auf die Map drauf, dann siehst du es doch. Welche Map? Es gibt eine Map. Das zweite Symbol, F2-Taste und dann die 3. Ah, okay. Wo erkenne ich da jetzt, dass es stehend ist? indem es mit einem Fluss verbunden ist, der sich quer über die Karte zieht? Ja, ist es. Ah, dann solltest du eigentlich genügend Fisch produzieren. Ach komm, ich fange wieder von vorne an. Ich schon, das wird nichts. Ja, hau rein, fang von vorne an. Viel Spaß. Nee, ich meine, du hast ja die Möglichkeit zu gucken, was hast du mit deiner Fischerei letzte Saison erwirtschaftet und was hast du diese Saison erwirtschaftet. Und dann guckst du einfach, ist gut oder ist scheiße. Muss ich mehr tun diese Saison? Oder kann ich sagen, jo, ich leg mich jetzt mal zurück und sag gar nichts. Ich mache jetzt einfach mal nichts diese Saison. So. Meine Hütte ist zum Beispiel voll. Ich habe 303 Bohnen, ich habe 549 Fisch, 586 Fleisch. Und der Rest tummelt sich so ein bisschen mit Beeren und so weiter durch die Gegend. Ja. Obwohl jeder gedacht hat, im dritten Jahr verrecke ich. No, also wenn ich jetzt hier Wetten abgeschlossen hätte, ich wäre steinreich mittlerweile. Ja, muss jetzt machen ab sofort. Nein, es ist einfach so, ich habe, was das angeht, das Ganze wirklich mal in einer schmerzhaften Lektion gelernt. Ja, das Spiel ist über Steam, Early Access. Ich habe das Ganze über eine sehr schmerzhafte Lektion gelernt, und zwar genau über eine Wette. Nur da waren es nicht nur 5 Euro, da war es ein höherer Betrag. Und ich war damals noch jung und grün hinter den Ohren und wollte es in dem Moment einfach nicht glauben. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was es ging. Auf jeden Fall sagte der mir, nachdem ich dann verloren hatte, sagte er, weißt du, wenn du schon um irgendwas wettest, dann sei dir wenigstens deiner Sache 100% sicher, dass du auch diese Wette gewinnst. Bist du das nicht, dann lass die Finger davon. Ja, das ist es eben. Und ich mache nichts, wo ich nicht weiß, dass ich wenigstens zu 90% recht haben könnte. Im Nachhinein. Also jetzt jedenfalls, was hier die Spielchen und so weiter angeht. Im wahren Leben ist das ja noch ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Siehst du, und da ich von extern keinen Einfluss auf deine Spiele habe, ja, ist eine jede Wette ein Risiko. Ja gut, ich meine, du hast ja meine Spielweise verfolgt. Wow. Naja, mehr oder weniger. Was man so verfolgen nennen kann bei den Lex. Och komm, so schlimm sind die Lex jetzt auch nicht. Ja, bei dir nicht, aber bei mir. Ach so, ja, da kann ich nichts dafür. Spann deinen Hamsterarm und dann geht's rund. Ich kann auch nichts für das blöde Internetanbieter und der will halt nicht. Ich will ja. Ich möchte ja keine 100-Bit Mitleitung haben. Craftmine, kann es sein, dass du noch unter 18 bist und noch kein eigenes Geld verdienst? Wenn du sagst, dir sind die 18,99 zu viel Geld? Nur eine Frage, also nicht gleich persönlich nehmen. Ja, und weißt du, wenn ich überlege, ich wohne 2 Kilometer von meiner Firma weg. Mhm. Ja. Was für eine Anbindung habe ich da? 10 Gigabit.
Vollstream ins Internet. Schade, dass ich nicht nutzen kann. Oder, nee. Wie gesagt, 30 Meter links, 30 Meter rechts, VDSL 100, VDSL 50, ich in der Mitte, 6000. Ich glaube, ich weiß es nicht, wieso bei mir alle verreckt sind. Hä, warum? Ich habe immer aus Versehen das disabled, weil ich gemeint habe, wenn es aufleuchtet, muss ich draufdrücken. Was disabled? Ja, da steht doch Walk zum Beispiel beim Fischer Dog. Ja. Und da leuchtet ja das auf und ich habe immer gemeint, ich muss da draufdrücken. Nein! Ja, nein! Genau! Ditch! Slap him! Prank him down! Oh nein, du hast deine... Oh. Das ist ja fies. Guck mal, ich kann Fische fangen. Ich darf's aber nicht, weil du da oben willst nicht. Haha. Verreck, du Sau. Weißt du, so mit dem letzten Atemzug. Hunger! Na, willst du Fisch? Kriegst du aber nicht. Die Reserve auf Firewood ist low. Oh, komm. Da mach Feuerholz. Ja, hast du einen Woodcutter? Hab ich doch gerade eben gebaut, oder? Ja, da ist er. Apropos Firewood. Reichen 200? Nee, ich sollte mal das Limit auf 300 setzen. Mal gucken, lass mal hier oben spähen. Ja, super, das ist schön zu wissen. Ja. Wenn du kannst. Mach doch Minecraft 03. Minecraft 03. Craft mein 03 eine Freude und schenk sie. Hab ein großes Herz. Wie sind das? Umso mehr Häuser ich habe, umso mehr Dorfbewohner habe ich, oder? Ja, wenn du auf die Übersicht gehst, und zwar hier F2 und dann 1. Dann siehst du ja die generellen Statistiken von deiner Stadt. Genau. Und mittig zwischendrin siehst du diese zwei kleinen Figuren mit den drei Zahlenangaben. Ja, genau. Das ist einmal Eltern, also Erwachsene, Studenten und dann Kinder. Ich glaube, die muss ich drin lassen. Und bei mir steht Cutter. Steht jetzt momentan 24.6.3. Und es sieht eigentlich recht knuffig aus, was ich hier habe. Jetzt muss ich gerade mal oben bei der Mine gucken, wie es da so aussieht. Die ist noch nicht abgeschlossen. Ja. Railwork-Fan 98 auseinandersetzen. Ich meine, du hast geschrieben, du kannst es dir nicht leisten. Er schrieb, er kann sich's leisten. Vielleicht könnte da ja so ein Abkommen machen, keine Ahnung. Ja, jetzt pflanzt er da auch an, endlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso pflanzt denn der da nichts an? Ja, wenn du das natürlich, ja, gut. Eigentlich logisch, hätte ich dich auch fragen können, ob du es aus Versehen ausgeklickt hast. Ja, weil ich bin, weiß, wenn was leuchtet, dann bin ich der Annahme, ich muss es anklicken, damit es aktiviert wird. Nein, in diesem Spiel ist es genau andersrum. Okay. Es leuchtet, um dir zu signalisieren, hallo! Ich bin an! Ja, siehst du. Klar, logisch. Vorhin hast du mich noch gefragt, gibt's da irgendwie einen Indikator da dafür? Ja, das ist der Indikator. Ach, Hunger, Hunger, Hunger. Ich habe hier eine Schweinefarm, Jäger und alles mögliche und die haben immer noch Hunger. Was geht ab? Verfressene Sierra. Wie, du hast eine Schweinefarm? Ja, hier, wie heißt denn? Pasture. Hast du da schon Tiere da dafür? Nee, sehe ich auch gerade.
Die musst du dir ja erstmal zulegen. Ja. Rohstoffverschwendung. Siehst du, aber das ist genau das, was ich meine. Du kannst nicht einfach bauen, weil du musst dir erstmal die Tiere zulegen dafür. Und die kriegst du wiederum über die... Sekunde, ich hab's gleich. Wo zur Hölle ist das Ding jetzt? Hier, Trading Post. Und zwar unter F5 und dann die 4. Okay. Kann ich jetzt aber noch nicht, weil erst muss ich hier sorgen, dass die was zu fressen haben. Hey, Birok. Was denn? Würdest du bitte aufhören, Playkampfschaff seinen Shop hier zu promoten? Wieso? Du hast doch noch keinen hier. Ja! Deiner ist ja immer noch nicht aktiv. Mach mal was! Ja, ich kann nicht doch nichts dafür. Ich hab eingereicht. Die brauchen Ewigkeit, bis sie mal fertig sind damit. Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Muss mal ein Schäfchen fragen, was er gemacht hat. Er kennt da einen. Ach, der kennt da einen. Ja, dann Vitamin B und so, ne? Slane hat mich zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Aha. Ich fühle mich geehrt. Ich bin berühmt! Alle mal die Finger hoch, die noch da sind. Uhu, aufwachen! Ach ja, ich bin da. Oh, meine Quarry wird gebaut. Schön. Steine im Überfluss. Oh, nee. Hab ich einen dazugekriegt oder ist mir einer verreckt? Nein. Ich habe einen dazugekriegt. Emma ist erwachsen geworden. Wow. Ja, ist ja gut. Na, lass mal gucken. Hard Mode Guide. Yeah. Quick Tips for Banished. Things you should know. Mm-hmm. Hard Beginner Guide. Gibt's jetzt schon so viele Guidance für Banished? Nice. Ja. So, wie sieht's hier aus? 15. 15 Stück für einen Steinbruch. Habet ihr denn heute noch irgendwas anderes vor an diesem heutigen Tage? 15 Arbeiter für den Steinbruch. Ich glaube, ich muss mal bei Rampsat vorbeigucken. Ich brauche mal ein paar 1-Euro-Jobber. Ist ja nicht wahr, 15. Hammer. Das geht so nicht. Nee, das kann ich so nicht verantworten. Weißt du, meine Fischerhütten laufen auf halber Kraft. Juhu, Nachti. Würde mich freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist. Einfach mal so Follow-Button klicken, ne? Stonecutter. Steinbeißer trifft's eher. Jam, 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 jam. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Spiel. Ja, also, hätte ich nicht gedacht, dass dieses Spiel was ist da los? Oh, da fehlt wer. Klünk. Hidecoat, Leather, Woolcoat, Warmcoat, Leather und Wool. Nee, ich habe noch kein Schaf. Also bleibt's bei Leder. Hoch, Kleibchen gibt's warmes ja. Klammerchen. Sag mal so, bei dem Spiel musst du wirklich überlegen, was du machst und du musst die Leute haben. Ja. Ne, und nicht wie bei Minecraft, bup, 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 bup oder so. Richtig. Oder, ne, Anno. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Du kannst nicht einfach,
dir deine 20